Jetzt ist es soweit, wir müssen leider so ganz langsam von einer wunderbaren Künstlerin Abschied nehmen. Das ist das Schöne an der Zeit. Seit 1958 steht sie als Schlagersängerin auf der Bühne. Sie hat über 25 Alben aufgenommen. Sie ist in 6 Jahrzehnten in fast allen großen Fernsehshows aufgetreten. Doch 2020 soll Schluss sein. Ich finde, wenn es am schönsten ist, sollte man aufhören. Und ich mache es mit viel Freude. Also es ist nicht traurig für mich, sondern ich freue mich auf mein drittes Leben, viertes Leben. Ich habe keine Ahnung, wie viele das schon waren. Und ich wollte immer eine schrille Alte werden und ich bin eine geworden, Gott sei Dank. Und deswegen freue ich mich jetzt auf dieses Leben. Und ich glaube, das wird sehr, sehr spannend, weil ich habe immer neue Ideen für andere Sachen und ich bin selbst gespannt, was noch passiert. Herzlich willkommen, Mary Rose! Liebe Mary, herzlich willkommen hier bei uns. Sag mal, hast du es dir vielleicht noch mal anders überlegt oder bleibt deine Entscheidung bestehen? Ja, die bleibt. Die bleibt. Ja, das ist so eine Sache, die mit dem Kopf zu tun hat. Ich finde, wenn der Verstand sagt, es ist jetzt die richtige Zeit, dann muss man es machen. Aber man hat ja auch noch ein Herz. Und das ist dann vielleicht auch ein bisschen traurig. Das glaube ich dir. Liebe Mary, du hast über 60 Jahren große Erfolge gefeiert. Nicht nur in Deutschland, sondern vor allen Dingen auch in Frankreich. Und du hast mir erst vor kurzem noch mal gesagt, du magst Überraschungen. Und deswegen möchten wir dich heute hier in Berlin noch ganz kurz überraschen. Denn das Team und vor allen Dingen die Jury für die Eins der Besten unter dem Vorsitz des MDR-Unterhaltungschefs Peter Dreckmann sind der Meinung... Ich krieg eine Reise. Nein, sie sind der Meinung, dass du den Schlager geprägt hast wie kaum eine andere und dir dabei aber trotzdem immer treu geblieben bist. Und deswegen dürfen wir dich mit der Eins der Besten für dein Lebenswerk auszeichnen. Wow. Mary Rose. Schlager Champions 2020. Die Eins der Besten für das Lebenswerk geht an Mary Rose. Herzlichen Glückwunsch, Mary. Sag mal. Ach, wunderbar, ich finde es wunderbar. Dankeschön. Ich danke Ihnen auch für so viele Jahrzehnte, die Sie mich begleitet haben. Vielen Dank. Wir danken dir. Und Mary, ich kann jetzt gut auf diesen Preis kurz für dich aufpassen, denn wir freuen uns jetzt sehr. Wir sind aber auch ein bisschen traurig, dass wir jetzt deinen allerletzten Schlagerauftritt hier bei den Schlager Champions erleben. Die Bühne gehört dir. Dankeschön. Mary Rose. Vielen Dank. Ich kann nicht alleine sein mit all den ungeklärten Fragen. Was haben wir denn beide falsch gemacht? Und dennoch mag ich keine Menschen sehen. Das Glück von anderen tut mir noch weh. Warum sind wir nicht früher aufgewacht? Wir waren wie verwöhnte Kinder. Jeder dachte immer nur an sich. Rücksicht. Keiner hat das Wort gekannt und Nachsicht, die keiner bei dem anderen fand und Vorsicht, dass nie zerbricht, was uns verband.
kein Mitleid brauch ich nicht. Vielleicht bin ich verzweifelt, vielleicht geht es mir schlecht. Doch du wirst sehen, jetzt werde ich es. Auf dich. Und wenn wir uns begegnen, schau ich kaum hin zu dir. Und wenn ich schwach werd, sag ich streng zu mir: aufrecht gehen, aufrecht gehen. Ich hab endlich gelernt, wenn ich frei abzustehen. Mit Stolz in meinen Augen und trotzdem. Der letzte Vorhang. Du gehst von dieser Welt und dann kommst du an jenem Tor an. Du weißt, dein Lebensweg war manchmal krumm und manchmal eben. Dass du dann grad stehen kannst, ja, so lebt dein Leben. Ich weiß es gar so manches Mal nach einem Hoch, manch tiefes Tal. Ich hab so oft umsonst gehofft. Vielen, vielen Dank, Mary Roos. Ich bedanke mich bei euch ganz, ganz herzlich für alles. Eine allerletzte Schlagerzugabe von Mary Roos wird es aber noch geben, denn wir durften Mary mit einer ganzen Show zum Abschied. Ja, das war eine Gemeinheit. Überraschen. Wir schauen mal kurz rein. Schau mal, Mary, wir haben ein bisschen was vorbereitet. Das war so gemein. Das gab es so noch nie. Eine komplette allerletzte Show als Überraschung zum Abschied. Schönen guten Abend zusammen. Servus. Wir alle sind eigentlich nur da, um dich heute Abend zu überraschen. Nee. Mhm. Och, da hätte ich doch ein Glitzerkleid an. Ganz heimlich sind ganz viele Stars nach Leipzig gereist. Sie haben sich dort alle versteckt, um Mary Roos auf der Bühne zu überraschen. Roland Kaiser, Ross Anthony, Ute Freudenberg,
Andy Borg, Howard Carpendale und viele, viele mehr. Eine so lustige Show habe ich sehr selten erlebt. Ja. Und eine so emotionale Show mit so vielen Tränen habe ich noch nie erlebt. Die große Schlagerüberraschung zum Abschied am übernächsten Samstag im MDR. Das war so gemein. Aber es war schön. Es war so schön. Aber ich kann versprechen, dass es wirklich eine unglaublich spannende, emotionale Sendung geworden ist. Ich wusste gar nichts, Leute. Ich habe gedacht, ich gehe zu einer Talkshow. Also man merkt, du freust dich ein bisschen drauf, Mary. Und wenn du dich freust, freuen wir uns einfach mit dir. Und weißt du was? Darf ich noch etwas machen? Ja. Darf ich dir mal die Rosen geben? Ja. Und das auch. Ich möchte mich gerne bei Ihnen verabschieden. Mary, vielen Dank für alles und ich weiß, wir werden uns wiedersehen auf der Theaterbühne und du wirst uns bestimmt auch mal hinter den Kulissen besuchen und jetzt feiern wir gemeinsam, denn es ist ein trauriger Moment, aber auch ein Grund für dich zu feiern und wir